Und wir machen jetzt weiter mit wahren Königen im Tierreich, und zwar mit bengalischen Tigern. In Waldeck bei Ingelheim leistet sich ein Privatmann ein kostspieliges Hobby und hält gleich 7 der wertvollen Katzen. Kaschmir, Mara, Schirkan, Pascha, Sultan, Keno und Bombay. Das sind Ingelheims wohl exotischste Einwohner. Die Königstiger haben hier bei Peter Schweighardt ihr Zuhause. Der ehemalige Metzger hat schon lange eine große Leidenschaft für Raubkatzen. 1978 hatte ich also die Lieferung begonnen in dem Safari-Park. Die Leidenschaft für große Raubkatzen hatte ich schon immer gehabt. Und somit habe ich also auch damit immer die Kleintiere bekommen, die Jungtiere zur Aufzucht, wenn sie von Müttern verstoßen waren. In dem 500 Quadratmeter großen Areal fühlen sich die vom Aussterben bedrohten Großkatzen wohl. Neben Stallungen mit Fußbodenheizung gibt es 2 Schwimmbecken und eine Badewanne. Seit fast 30 Jahren schon kümmert sich der 66-Jährige um seine Tiger. Und die private Raubtierhaltung ist an strenge Auflagen geknüpft. Sie brauchen prinzipiell erstmal ein Gelände, um überhaupt was anfangen zu können. Dann brauchen Sie auch dann eine Baugenehmigung, das ist ja klar. Dann brauchen Sie eine Haltegenehmigung. Dann brauchen Sie auch die amtlichen Sachkundenprüfungen, was wir auch befürworten. 4 bis 6 Kilogramm Fleisch verputzen die Tiger täglich. Kein preiswertes Hobby. Daher gibt es seit 2006 Unterstützung vom gemeinnützigen Verein Tiergarten Waldeck. Dem Verein ist wichtig, den Besuchern den Ernst der Lage näher zu bringen. Wir sind darauf bedacht oder immer interessiert, dass sehr viele Leute hierher kommen und ich ihnen das vermitteln kann, wie schlimm es aussieht, dass die Tiere derart bedroht sind. Für Peter Schweighardt jedenfalls sind seine Tiger längst mehr als nur ein Hobby. Sie sind schon fast ein Teil seiner Familie.